Hallo, hallo aus der Bretagne. Wir sind in Kersigny und haben gerade eine große Fahrradrunde hinter uns. Für mich ist große Fahrradrunde 4 Kilometer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Hügel und Berge es hier gibt. Gott sei Dank haben wir Fahrräder mit einer kleinen Batterie drin, dass, wenn ich nicht mehr kann, dass es halbwegs ertragbar ist, dass ich nicht vom Fahrrad falle vor Erschöpfung. Wie ihr sehen könnt, haben wir traumhaftes Wetter und sitzen an einem ganz klitzekleinen Strand. Aber das ist hier so ein Insider. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier hast du lauter Surfer, die auf die perfekte Welle warten. Da sind die etwas besseren. Und dann, wenn ich ein bisschen weiter schwenke, da sind die, die noch am Üben sind. Und da ganz hinten könnt ihr sehen, das ist da, wo wir schlafen. Das ist Kersigny. Und hier, wo ist das Audienne, ist, wo wir vorgestern waren. Und wir sitzen hier und genießen jetzt einfach diese herrliche Luft. Geräuschpegel ist, wir wohnen sehr nah, was heißt hier sehr nah an einer Autobahn. Aber wenn wir zu Hause sind und unsere Augen zumachen, dann hört sich das ein bisschen so an wie das rauschende Meer. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man hier sitzt. Es werden mehrere kleine Filme für euch kommen, weil unser Wohlhausmagazin kriege ich nicht zusammengeschnitten hier. Also werden wir so mehrere kleine Filme für euch machen und hintereinander dann hochladen für euch, dass ihr das sehen könnt. Bianca und ich haben nur ein Video gemacht in der Dose, in der Konserve. Und ich habe gedacht, wir filmen und versuchen, dass wir es trotz weniger Internet, ob wir es auf Reihe kriegen, dass wir es für euch dann zeigen können. Also, zum Strand nehme ich immer, könnt ihr sehen, zum Strand nehme ich immer meinen Häkeln mit. Ich häkel, ich muss gerade ein bisschen weiter weggehen. Ich häkel mit der Cotton Soft, das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe erst überlegt, dass ich eine Tasche mache, aber einen Oberteil mache, aber ich habe mich jetzt wirklich für eine schöne Tasche entschieden in diese Farben. Also das sind 3 verschiedene Farben. Diese mache ich alle gleich und dann gibt es, die werde ich auch schaffen, tatsächlich hier in den Urlaub fertig zu machen. Dann gibt es rechts und links, die Seiten sind in beige und der Boden ist dann in hellblau und die Seiten sind dann tatsächlich, sehen dann so aus. Ihr könnt sehen, dass hier der Schatten ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich dusselige Kuh habe meinen Ständer zu Hause vergessen. Meinen Ständer zum Film habe ich zu Hause vergessen. Ich muss insgesamt 4, 8, 12, 16, 32 hiervon haben. 16 hiervon und 16 in diesen hellblau. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich genug Garn mit habe, aber ihr wisst ja, dass ich auch mein Rundpasse von oben auch am Stricken bin mit der Riot. Richtig, richtig toll. Das macht mir richtig Spaß. Ich glaube, ich muss noch 6 Stück hiervon machen, dann habe ich die Menge, die ich brauche. Ja, auf dem Weg hierher habe ich noch Spüllappen gehäkelt. Einmal in diese Farbe, das ist die Durable 4, also Double 4. Das ist die, oh, guck mal, passt zu meinen Fingernägeln. Das ist 60 Grad waschbar, 6-fädig und ich häkel mit einem 4 häkel ich das. Dann habe ich das nochmal in diese Farbe gemacht. Das ist für meine Nichte, weil, sorry, die Schatten, wenn ich es umhalte. Meine Nichte hat ja diese Farbe viel in ihre Küche und ich habe gedacht, ich mache ihr ein paar Spüllappen. Und, oh, guck mal, da ist noch eins. Und ich habe so diese Durable Double 4 habe ich in ein Grau mit. Dann kriegt sie diese 3 Farben von uns. Also einmal diesen Ockerfarbe, diesen Aprikot-Orangefarbe und ein Dunkelgrau. Das mache ich hier auch noch fertig. Es ist für mich auch wirklich total Entspannung, wenn ich
wenn ich einfach sitzen kann in Ruhe und Frieden und stricke oder häkel. Ich will mal gucken, ob ich jetzt umgedreht kriege. Nee, leider nicht. Ich kann leider nicht umdrehen, während ich filme, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass ihr auch diese Aussicht genauso genießt, wie ich es auch genieße. Hier ist ein Strand mit Sand. Hier ist unheimlich viel Sand, wirklich sauber, muss ich echt anerkennen. Und hier ist nirgendwo Müll. Hunde dürfen in der Ferienzeit nicht auf den Strand, aber dafür gibt es viele andere Plätze, wo man mit den Hunden spazieren kann. Hier sind diese ganz toll geformten Steine. Unser Fritz, der sammelt gerne Steine, also wir werden ihn nicht hier mit hinbringen, sonst will er sie alle mitnehmen. Was man unheimlich viel hier sieht, sind diese Zäune? Staketenzäune. Das sind die ich auch gerne für mich in meinen Garten haben möchte, damit die böse Rehe nicht kommen und mein ganzes Gemüse essen. Wie gesagt, das ist hier ein kleiner Eindruck von unserem Strand, die wir hier haben. Wir sitzen hier eine halbe Stunde und fahren gleich weiter. Das Schöne war, es ging alles bergunter hierhin. Ich habe auch vergessen, dass es wieder bergauf geht. Und auch wenn ich Turbo anschalte, ist es doch ganz schön anstrengend. Aber es wird uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da könnt ihr schon sehen, wie es ganz sachte hochsteigt. Hier ist wirklich nicht viel Betrieb, aber hier in Frankreich sind die Ferien noch nicht angefangen. Und wir sind ja aus Nordrhein-Westfalen, da sind die Ferien schon angefangen. Aber nichtsdestotrotz, hier ist es nicht sehr belebt momentan. Da könnt ihr sehen, das ist ein Bunker. Ich weiß, wir wissen nicht, wir müssen gleich gucken, ob es ein deutscher Bunker war oder ob es von den Franzosen war. Hier in der Gegend sind auch unheimlich viele Soldaten, unbekannte Soldatenfriedhöfe und natürlich in Brest, da glaube ich, war die deutsche Besatzung, U-Boot-Hafen, und da sind ohne Ende schlimme Zeit. Lass uns hoffen, dass es nie wiederkommt. So, das war ein kleiner Einblick, Video Teil 1. Mal gucken, ob wir einen Surfer hier fallen ins Wasser. Das Wasser ist auch nicht wirklich sehr, sehr warm, aber herrliche Luft, herrlich sauber. Sofern wir sauber sagen können, aber ist wunderschön. Ich würde sagen, bis Teil 2.